Ja, salut miteinander. Wir sind da heute im Polittag mit dem Andreas Tauro, der sich jetzt dann gerade wird zuschalten. Wir haben ein bisschen technische Probleme gehabt, darum sind wir ein bisschen verzögert, was uns leid tut. Aber es sollte jetzt dann eigentlich gerade klappen. Der Andi müsste noch seine Kamera und sein Mikrofon freischalten. Und dann können wir nachher eigentlich mit unserer Diskussion starten. Warte gerade noch einen kleinen Moment. Jetzt vielleicht eine Frage an die Leute, die zuhören. Vielleicht einfach wettet mit dem Chat mitmachen. Da kann man unten dran rechts kann man auch mal Nachrichten eingeben. Die kann ich auch laut vorlesen oder aufblenden lassen, wenn ihr Fragen habt zur Diskussion oder etwas wollt beitragen. Und meine erste Frage wäre: Hört man mich und sieht man mich? Weil ich kann es im Moment gerade nicht einschätzen. Kann vielleicht jemand schnell im Chat schreiben, jemand mich gehört, weil der Andreas höre ich und sehe ich jetzt noch nicht. Jetzt bist du da, glaube Andreas. Genau, jetzt hat es Jetzt geklappt, höre ne? ich auch. Klappt. Du bist jetzt einfach Super. halt ganz klein. Wir haben dich jetzt müssen einfach als Teilnehmer zuschalten. Aber hörst du mich und siehst du mich? Ja, bestens. Vielen Dank. Wunderbar. Willkommen, Andreas. Du bist ja heute Danke. Hauptperson Yes. eigentlich in dem Tag. Darum würde ich dich Ja. gerne bitten, dich vielleicht ganz kurz vorzustellen, dass wir die, die zugeschaltet sind, vielleicht auch wissen, wer du bist, wenn sie dich noch nicht kennen. Jawohl. Also mein Name ist Andi Dauro. Ich arbeite seit ja, bald 10 Jahren bei der Promentesana. Bin da jetzt unter anderem zuständig für den Bereich Sozialpolitik und Recovery. Und bin natürlich durch das, was ich auch für Sozialpolitik verantworte, ich bin auch sonst sehr ein politischer Mensch. Das heißt, ich bin auch noch im Kantonsrat für die SP im Kanton Zürich und dort auch Präsident von der Kantonalpartei, also Co-Präsident von der Kantonalpartei. Ursprünglich von der Ausbildung her bin ich Psychiatrie-Pflegefachmann. Merci vielmals, Andreas. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Gesundheits- und Pflegewissenschaftlerin, arbeite an Berner Fachhochschule, bin in der Regel nicht so stark politisch engagiert wie der Andi, aber in der aktuellen Pandemiephase natürlich auch wie viele Bürgerinnen und Bürger auch viel mehr und freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Und ich bin unter anderem auch Mitbegründerin von der Plattform Inclusive. Und vielleicht das auch der Grund, wieso dass ich heute da das Gespräch leiten tue. Andi, vielleicht so die erste Frage. Wir haben ja jetzt die letzten 3 Tage, also Montag bis Mittwoch, ist ja eine Sondersession gewesen vom Parlament. Da haben wir ja ein bisschen mitverfolgt, auch du sicher noch ein bisschen mehr als ich. Was würdest du sagen, was ist so dein Fazit aus diesen 3 Tagen, wo jetzt da in Bern im BEA-Gelände für viel teures Geld politisiert worden ist? Also ich finde es mal grundsätzlich gut, hat sich das Parlament jetzt nach der Corona-Phase mal getroffen und ist relativ schnell zusammengekommen. Ich glaube, das ist mal so ein bisschen Grundbedingung gewesen. Also finde ich einfach mal ganz einen wichtigen Punkt, dass nämlich das Parlament seine Hoheit wieder ein bisschen zurückholt und sagt, Moment, wir möchten einmal ein bisschen überprüfen, was hat der Bundesrat in den letzten 2 Monaten gemacht oder eben vielleicht nicht gemacht und da versucht er wieder ein bisschen korrigieren, je nachdem mitzugreifen oder zumindest Oberaufsicht zu übernehmen. Das habe ich schon mal gut gefunden, dass das passiert. Ein bisschen enttäuscht bin ich schon ein bisschen schlussendlich also zum Thema Gesundheit und vor allem psychische Gesundheit. Also wenn man es subsumiert unter dem Thema Gesundheit, eigentlich etwas von den wichtigsten Themen im Zusammenhang mit Corona, eigentlich praktisch nichts verhandelt oder behandelt worden ist. Es ist primär um natürlich andere wichtige Punkte sicher auch, nämlich wie unterstützt man jetzt die Wirtschaft aktuell, all die Beträge, die der Bundesrat ausgegeben hat, jetzt auch nochmal entsprechend abgesegnet. Das ist sicher wichtig, aber zum Thema Gesundheit, Gesundheitsversorgung, vor allem im Bereich von der psychische Gesundheit ist gar nicht diskutiert worden und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Das teile ich absolut die Meinung mit dir. Und wir haben ja auch im Vorfeld, vielleicht haben es die einen oder anderen auch gesehen, auf Inclusive auch darauf aufmerksam gemacht, zum Beispiel, wie das aussieht mit den Vergütungen von Leistungen, wo zum Beispiel Psychotherapeutinnen und Therapeuten könnten verrechnen, wo eben jetzt virtuelle Therapien müssen oder telefonische Therapien anbieten.
Und da hat man ja auch gesehen, dass da eigentlich eine ziemliche Diskrepanz besteht zwischen dem, was Psychiater dürfen abrechnen oder eben andere Berufsgruppen. Hast du dort dazu irgendetwas können, jetzt aus diesen Diskussionen herausgehören, wie sich das in Zukunft könnte entwickeln? Oder wenn wir ja jetzt auch sehen, dass das eben wichtige Angebote sind, wo eben kann, die richtigen physischen Austauschangebote ergänzen. Was denkst du, was sich da politisch wird, bewegen, oder? Ja, also leider jetzt gerade konkret jetzt auf die Corona hin, wo man ja dringend eben unter anderem hätte sollen bei der delegierten Psychotherapie eben ebenfalls auch die Tarifierung oder die Beschränkung aufheben, habe ich leider eben nicht viel gehört. Also ich habe im Vorfeld, in dem Zusammenhang, wo Promentesana aktiv worden ist, Kontakt gehabt mit einzelnen Parlamentarierinnen aus der entsprechenden Kommission, Sozial- und Gesundheitskommission. Man hat gesagt, man will das auf jeden Fall behandeln. Es ist, glaube ich, soviel ich weiß, in der Kommission auch thematisiert worden. Scheinbar aber dann schlussendlich keine Mehrheit gefunden in der Kommission, dass man eben auch die Beschränkung für die delegierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten aufhebt. Und von dem her natürlich darum dann auch noch in die Session kommen. Weil wenn es nämlich in der Kommission allenfalls schon eine Mehrheit gehabt hätte, hätte es wahrscheinlich eine sogenannte Kommissionsmotion gegeben, die dann im Parlament in den letzten 3 Tagen wahrscheinlich behandelt worden wäre. Das ist nicht passiert. Von dem her muss ich davon ausgehen, dass das wirklich ja, in der Politik leider kein Thema ist. Ich glaube aber trotzdem, dass man dort muss unbedingt dranbleiben muss. Ich denke, dass gerade diese Krise aufzeigt, wie wichtig das ist, dass eben Patientinnen und Patienten, egal ob sie jetzt bei einer ärztlichen Psychotherapie sind oder bei einer psychotherapeutischen Psychotherapie, unkompliziert, schnell den Zugang haben und Unterstützung bekommen und dass das eben nicht von Zusatzversicherung oder nicht abhängt, beziehungsweise auch nicht um Zeitbeschränkungen oder Tarifbeschränkungen geht, sondern dass man dort unkompliziert Unterstützung bekommt. Und gerade in dieser Diskussion, wo es dann hoffentlich auch wieder weitergeht, im Anordnungsmodell, für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, also psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, dass das dort ein bisschen nachwirkt und man dann schlussendlich wirklich sagt, und jetzt braucht es da ein neues Modell und einen besseren Zugang. Und wir haben ja jetzt sehr viel BAG immer wieder gehört und gesehen, wo da eben ganz viele Richtlinien rausgegeben hat, wo ja auch durch die Krise, denke ich, ja auch sehr gut informiert hat und auch klar geführt hat, zusammen mit dem Bundesrat. Wie siehst du es aber im Hinblick auf die psychische Gesundheit? Ich meine, wir haben jetzt, du hast jetzt auch gesagt, auch in der Session ist das ein Thema nicht wirklich zur Sprache kommen. Wie siehst denn du BAG seine Aktivitäten in dem Bereich? Ja, da muss man sagen, die Aktivitäten sind wirklich eher schwach. Also erstens ist es relativ lang gegangen, bis das BAG entsprechend reagiert hat. Ich glaube, am 2. April ist ja dann so ein Faktenblatt rausgekommen, wo sie sich dann quasi ja, geäußert haben, wie sie das wollen, mit dieser telemedizinischen Behandlung quasi weiter treiben und haben dann dort eben dann auch gesagt, dass jetzt die Ärzte eigentlich quasi das unbeschränkter machen können als die delegierten Psychotherapeutinnen. Und sonst hat man eigentlich vom BAG gar nichts gehört. Es gibt ja so eine spannende Situation aus einer Medienkonferenz, glaube ich, von letzter Woche. Ich bin nicht mehr ganz sicher gewesen, wo eine Journalistin Daniel Koch gefragt hat, ja, wie sieht es denn aus mit der psychologischen, mit der psychiatrischen Betreuung jetzt in dieser Zeit, wo der Herr Koch dann relativ kurz gesagt hat, oh, da hätte er jetzt keine Informationen, da können wir jetzt keine Auskunft geben darüber. Also das zeigt mir ein bisschen, dass das scheinbar im BAG nicht ein grosses Thema ist, die psychische Gesundheit oder vor allem eben die psychische Belastungssituation in so einer Krise eben auch zu berücksichtigen und schauen, dass die Leute entsprechend Versorgung bekommen, die sie brauchen. Ich sehe gerade, wir haben ein paar Zuhörer auch, Teilnehmer. Wenn irgendjemand von Ihnen oder von euch auch eine Frage hätte an Andreas Tauru oder irgendwie will zu der Diskussion eben irgendetwas beitragen, könnt ihr das jederzeit gern machen. Entweder, dass ihr im Chat etwas reinschreibt und dann kann ich das nachher vorlesen oder auch, dass ihr euer Mikrofon freischaltet, wenn ihr etwas wollt sagen und einfach auch könnt eine Frage stellen. Also die Möglichkeit besteht. Dürft ihr euch also sehr gerne auch einbringen, wenn ihr möchtet. Und sonst würden wir einfach wieder mit den Fragen weitermachen.
Vielleicht ein Themenwechsel. Es hat auch weitere Debatten gegeben, wo es eben um finanzielle Unterstützung gegangen ist. Da ist ja die Wirtschaft auch sehr stark, hat sehr viele Forderungen gestellt, hat auch ziemlich Druck gemacht, dass man jetzt am Montag wieder relativ viel vom öffentlichen Leben kann auch öffnen. Also die Schulen gehen auf, die Einkaufsgeschäfte gehen wieder auf, Restaurants dürfen wieder öffnen. Was hast du da so ein bisschen von der Session mitgenommen, von dieser diesen Debatten, wenn es um die Wirtschaft geht? Ja, also ich glaube, die Wirtschaft war ja so das Hauptthema gewesen. Und zwar, ich würde sagen, jetzt mal durch ziemlich alle Parteien durch. Und ich kann es auf eine Art nachvollziehen, weil schlussendlich ist es ja auch ein Thema, das längerfristig die Bevölkerung doch beeinflusst, je nachdem. Also Arbeitsplätze, schlicht und einfach, soziale Existenz und so weiter, hängt natürlich immer ein bisschen, also vor allem natürlich von der Wirtschaft ab. Und von dem her kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Und das Parlament hat sich ja da auch relativ grosszügig gezeigt oder sogar teilweise noch grosszügiger, als das eigentlich der Bundesrat vorgesehen hat mit entsprechenden Unterstützungen. Das finde ich sicher wichtig und gut, dass man jetzt da ein bisschen grosszügiger war und vor allem auch sagt, mal doch, jetzt müssen wir gewisse Gelder zur Verfügung stellen, dass sich das nicht längerfristig dann wirklich zu einem grösseren sozialen Problem auswirkt. Das hat mich in dem Sinne ein bisschen erstaunt, weil so ein bisschen vielfach, gerade wenn es um Geld ausgehen geht, ja, Einigkeit relativ klein ist, je nachdem, für was man dann auch wieder Geld ausgeben, aber grundsätzlich so ein der Spardruck im Parlament relativ gross ist. Und da ist man jetzt doch recht grosszügig gewesen und es hat vielleicht auch ein bisschen zu einem Umdenken geführt, dass man einfach gemerkt hat, ja, Bundeskassen, die kantonalen Kassen sind in den letzten Jahren haben die relativ gut abgeschlossen. Das heisst, man hat eigentlich Geld zur Verfügung. Die Verschuldung ist auf Bundesebene auch eher gering im Vergleich zu anderen Ländern. Wo man jetzt auch, wo sicher auch dazu geführt hat, dass man gesagt hat, wir müssen und wir können uns das auch leisten. Und entsprechend schaut, dass wirklich die Bevölkerung in den nächsten Jahren nicht wirklich massive soziale Auswirkungen muss spüren. Aber ich meine, es wird es geben, wir werden nicht drum herumkommen, es wird, werden Sozialhilfezahlen werden sicher steigen, die Arbeitslosenzahlen sowieso auch. Aber ich denke, man hat jetzt mit diesen Geldern durchaus versucht, man etwas abzufedern. Und wie siehst du so das Thema vielleicht auch soziale Gerechtigkeit oder eben, wenn man gerade sieht, Menschen, die armutsbetroffen sind, die vielleicht auch aufgrund von ihrer Situation schon eher am Rand von unserer Gesellschaft leben. Ich denke jetzt da an Sans-Papier zum Beispiel oder eben auch Leute, die wirklich sich mit Gelegenheitsjob über Wasser halten, teilweise wohnungslos sind. Da hat es ganz einen spannenden Bericht gegeben aus Biel, wo es zeigt, eben, was mit diesen Menschen passiert, wenn sie zum Beispiel ihre einzige Einkommensquelle von einem Gelegenheitsjob verlieren. Sie haben nämlich gar nichts mehr, sie können sich nicht einmal mehr zu essen kaufen, sie haben keine Unterkunft. Und da hat jetzt die Stadt Biel auch relativ schnell und unkompliziert mit der zur Verfügung stellen von einem Pfadiheim können da ein bisschen unter den Arm greifen. Aber ich denke, was ist dort in der Politik, was wird dort gemacht, dass man solche Menschen auch unterstützen kann? Also eben einzelne Kantone und vor allem Gemeinden sind sehr schnell aktiv geworden. Das ist ja teilweise ein bisschen von dem her ihrer Verantwortung. Man kennt also die Kolonne in Genf, die ja wirklich für uns als in der Schweiz ja eigentlich fast nicht vorstellbar ist, aber es zeigt auch ein bisschen auf, dass es halt eben doch auch in der Schweiz einige Working Poors gibt, einige Menschen, die in existenzieller Armut in dem Sinn leben. Und da haben die einen Kantone Unterstützungsleistungen sehr schnell auch gesprochen, insbesondere jetzt der Kanton Zürich hat für Zahnpapiers einen namhaften Betrag auch zur Verfügung gestellt. Ich weiss nicht genau, wie es in anderen Kantonen im Detail aussieht. Aber was es sicher zeigt, ist, dass es eben auch in der reichen Schweiz, wenn man so will, eben ganz, ganz viele Menschen gibt, die an der Armutsgrenze leben und die jetzt richtig zum Vorschein kommen. Wo man jetzt sieht, eben zum Beispiel in Form von Kolonnen, die fürs Essen anstehen in Genf, aber auch gerade das Thema Sans-Papiers. Und ich glaube, da müssen wir auch längerfristig, oder denke ich, muss die Politik längerfristig dranbleiben. Man hat jetzt in dieser Akutsituation Gelder gesprochen, das ist richtig und das ist gut natürlich vor allem, aber das heisst auch auf die Länge hin, dass wir da müssen schauen, wie kann man die Leute einerseits aus dieser, gerade so ein Papier, aus dieser Illegalität in dem Sinn rausholen, also dass man sich auch wirklich ganz ernst
Gesellschaft muss überlegen, kann man die Leute nicht legalisieren, dass sie nämlich zum Beispiel auch Krankenversicherung bekommen, gerade in solchen Situationen sehr wichtig, dass sie Sozialhilfegelder müssen auf eine Anführung beziehen, oder zumindest man die Situation, den Status anschaut, vorläufige Aufnahmen und so weiter und so fort prüft. Also ich denke, da muss man wirklich genau heranschauen. Ich hoffe auf eine Art ein bisschen, dass die Bilder, die man jetzt so ein bisschen sieht und das Bewusstsein, das jetzt kommt, gerade für Leute, die an der Rand von der Gesellschaft sind, dass man das auch in der Bevölkerung ein bisschen etwas, ja, einen Ruck vorwärts geht und dass man sagt, da muss man jetzt wirklich in der Politik auch längerfristig etwas machen. Wir haben ja auch sehr viel jetzt gehört im Zusammenhang mit der Pandemie, das Thema Solidarität, wo ja, man hat gesehen, sehr viele Projekte, Nachbarschaftshilfe oder gemeinsam etwas zu machen mit dem Klatschen auf dem Balkon, Singen auf dem Balkon, was auch immer, hat sehr viel Zuspruch bekommen. Und man merkt ja auch, der soziale Zusammenhalt ist gerade in so Zeiten auch etwas extrem Wichtiges, vor allem eben auch, wenn man nicht mehr vielleicht Menschen kann treffen, wie man das vorher gemacht hat. Das Thema zum Beispiel von Grenzen ist ja auch immer wieder aufgekommen und ist, glaube ich, jetzt auch ein Thema gewesen an dieser Session, wo es darum gegangen ist, eben, dass teilweise Menschen, wo eben die einen auf der deutschen Seite zum Beispiel leben und die anderen Partner auf der Schweizer Seite sich nicht mehr haben können treffen. Ich glaube, da gibt es jetzt ein bisschen eine Beruhigung, oder was hast du da gehört? Das ist so, also der Druck vom Parlament ist dahingehend wirklich auch nochmal klar zum Ausdruck gebracht worden, dass der Bund, also insbesondere jetzt auch das EDA, aber auch Frau Keller-Sutter vom Justizdepartement, dass man jetzt versucht, zumindest mit den Nachbarländern, gerade vor allem mit den deutschsprachigen Nachbarländern, Kontakt aufnehmen, Österreich, Deutschland, und dort schauen, wie können wir so schnell wie möglich die Grenzen nicht nur für eben den Wirtschaftsverkehr, also vor allem nicht nur einfach für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Pendlerinnen und Pendler, sondern eben auch für Familien, für Paar, wo quasi eben getrennt werden und wo sich bei uns im Übrigen und da bin ich in der Beratung einig gemolden haben, wo genau das erlebt haben, wo der Partner, Partnerin auf der anderen Seite von der Grenze lebt und halt einfach die Beziehung, gerade in so einer Situation, wo ja sehr wichtig, Beziehung sehr wichtig ist, nicht haben können leben und man gesagt hat, ja, wenn sie in Trauschein, also wenn sie verheiratet sind, dann ist das möglich, sonst nicht. Also wenn man in der heutigen, ich finde das schon erstaunlich, wenn man in der heutigen Zeit von USA Beziehung oder in einer globalisierten Welt grenzüberschreitende Liebe noch nach kann mit einem Trauschein unter Beweis stellen, dass man Grenzen überschreiten darf. Das finde ich schon noch recht schwierig. Und ich glaube, da ist es jetzt sehr richtig, dass das Parlament Druck macht und dass vor allem der Bundesrat so schnell wie möglich Lösungen sucht. Absolut. Ich sehe gerade, dass jemand sich gemeldet hat von den Teilnehmern. Und zwar ist die Frage gekommen, was braucht es, damit die psychische Gesundheit eben auch in der Politik stärker ein Thema wird und wie machen wir das überhaupt? Merci vielmals für die Frage. Was hast du da für eine Antwort drauf, Andi, oder für Visionen, wie man da stärker aktiv werden könnte? Also ich glaube, anfangen tut es weh, wie bei viel solchen Themen. Und man muss einmal anfangen, solche Themen aus der Tabuisierung rauszuholen. Also ich denke, die ganze Geschichte, das Reden über psychische Gesundheit, ich denke, das ist einmal Grundvoraussetzung, dass unsere Gesellschaft, dass unsere Bevölkerung über das Thema redet. Und man es dann eben auch, wenn sie das Bevölkerungsthema wird, in die Politik trägt. Ich glaube, das ist mal die Grundvoraussetzung. Da ist sicher prominente Sachen mit, wie geht es dir jetzt sehr stark dran. Gleichzeitig ist es aber sicher auch wichtig, dass man immer wieder zum Thema macht, dass psychische Gesundheit schlussendlich einfach, und manchmal ist das leider ein bisschen die Sprache, wo Politik dann einmal erst versteht, oder zumindest ein Teil der Politik, dass das einfach auch psychische Gesundheit ganz, ganz ein wichtiger Aspekt ist für eine Gesellschaft, für eine funktionierende Gesellschaft, für eine soziale funktionierende Gesellschaft, für eine funktionierende Wirtschaft. Und ich will jetzt einfach, das ist noch wichtig zu sagen, nicht einfach nur damit argumentieren, dass man muss funktionsfähig sein und nur dann etwas kann leisten oder dann etwas wert ist. Es geht mehr darum zu sagen, schaut, wenn wir nicht schauen, dass die Bevölkerung eben auch psychisch gesund ist, psychisch ausgeglichen ist, dass man nicht auch in die Prävention von der psychischen Gesundheit investiert, dass das massive Kosten verursacht. Ich glaube, das ist leider immer noch die Sprache, die man teilweise gegenüber der Politik muss reden, nämlich was kostet, wenn wir nichts machen. Und das ist schmerzhaft teilweise, wenn man so argumentieren muss.
mobilisieren, aber ich glaube, so kann man am ehesten auch teilweise anfangen zu mobilisieren und doch den einen oder anderen Politikerinnen oder Politiker dazu zu bringen, das Thema aufs Tapet zu bringen. Das eine, was wir sicher auch machen, ist, wir haben die parlamentarische Gruppe Psychische Gesundheit, wo sich jetzt nach der Nationalratswahl durch einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier gemeldet haben, dass sie Interesse haben, da mitzuarbeiten. Das dünkt mich auch, stimmt mich positiv, zeigt, dass es doch für einige, notabene auch bürgerliche Politikerinnen und Politiker, das Thema ist. Und ich hoffe, dass wir vielleicht auch auf diese Art und Weise mal gewisse Themen jetzt besser und direkter ins nationale Parlament bringen können. Mhm. Merci vielmals. Wenn irgendjemand von den Teilnehmern weitere Fragen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn er die im Chat reinschreibt oder eben auch, wenn ihr euer Mikrofon freischalten wollt, könnt ihr auch eine Frage direkt an Andi stellen und sonst einfach gerne im Chat und ich würde es dann einfach wieder wie vorhin vorlesen. Wir haben vielleicht noch, ich weiss nicht, was siehst du sonst noch so für Themen, wenn wir jetzt schauen in der Session, das ist ja so unser Hauptthema jetzt für den heutigen ersten Polit-Tag auf Inclusive. Da haben wir auch noch das Thema mit den Krippen, wo ja jetzt der Entscheid gefallen ist, dass Krippen unterstützt werden, ein bisschen mit einem tieferen Betrag, als wir zuerst eigentlich wollen. Was sagst du da dazu? Was stimmt dich das positiv? Oder wie siehst du das, Andi? Ja, stimmt ich sehr positiv. Ich glaube, ich hätte gerne die 100 Millionen gehabt, wie das der Nationalrat zuerst vorgeschlagen hat. Man hat sich dann auf die 65 Millionen vom Ständerat schlussendlich geeinigt. Immerhin, ich glaube, die Kantone haben ja da mittlerweile auch schon im Vorfeld und die Gemeinden sehr viel auch für die Kinderbetreuung jetzt noch zusätzlich investiert. Das berühmte Wort Systemrelevanz spielt halt eben auch da, weil ich glaube, Kinderbetreuung ist in der heutigen Zeit ganz, ganz ein wichtiger Aspekt, um eben Eltern, die arbeitstätig sind, vor allem, wo beide eben arbeitstätig sind, teilweise, weil sie halt müssen beide arbeitstätig sein, aufgrund vom Einkommen her, dass dort wirklich die Kinderbetreuung gewährleistet ist, jetzt gerade auch eben nach der Corona-Krise wieder kann aufgefahren werden. Und somit ist es sehr wichtig, hat man jetzt da auch die Kinderbetreuung können wieder entsprechend unterstützen. Ich glaube eben auch, dass jetzt gerade in der Zeit, wo ja eben Homeoffice Einsatzdevise war und auch Homeschooling, dass das zusammen miteinander bei Eltern, die eben zuhause arbeiten, zwei, drei Kinder, vor allem kleinere Kinder, einfach praktisch unmöglich ist, zum gewährleisten. Also das zeigt einfach auch nochmal, wie wichtig eine moderne, eine gute und vor allem, ja, teilweise muss es ja auch branchenspezifische Kinderbetreuung sehr, sehr wichtig ist. Ja. Das sehe ich absolut ähnlich. Und ich denke vielleicht auch, was mich noch beschäftigt hat, ist so auch die Menschen, die eben im Sektor arbeiten, wie zum Beispiel im Gastgewerbe oder eben auch Leute, die zum Beispiel gehen, in Haushaltungen gehen putzen, so, haben teilweise eben jetzt in ihrer Zeit das nicht können machen, haben nicht können auf Homeoffice umstellen. Das trifft ja oftmals auch Menschen, die wirklich relativ knapp können leben mit ihrem Einkommen. Ich denke, das könnte auch eben wieder Auswirkungen haben auf die psychische Gesundheit, wenn man plötzlich eben vor einem Berg von Rechnungen sitzt und die nicht mehr zahlen kann. Was denkst du, was kommt da auf uns zu in der Zukunft, nach der, wenn es quasi das Leben wieder rauffährt, aber eben gewisse Sachen eben gleich nicht mehr gleich funktionieren? Also ich glaube, das ist wirklich ein grosses Thema. Ich glaube, die grosse, könnte ich mir vorstellen, Krise auch für viele Menschen auf psychischer Ebene oder eben mit Existenzängsten, die sehr akut werden, die wird erst jetzt dann richtig kommen. Also man sieht, wie viele Jobs das jetzt eventuell auch verloren gehen, wo es aktuell nicht mehr gibt. Leute, die auf der Straße stehen und wirklich es sind ja vor allem dann meistens genau die Wirtschaftszweige, wo die Leute eh schon sehr am untersten Minimum verdient haben, genau, und die jetzt wirklich ohne Einkommen etwas dastehen. Das wird wirklich massiv, denke ich mir, zunehmen und das wird auch massive Belastung geben. Und da finde ich wirklich ganz wichtig, dass diese Leute ein entsprechendes Auffangnetz haben. Auch wenn es das letzte Auffangnetz ist, möchte ich es hier auch nochmal wirklich erwähnen, auf die Sozialhilfe gehen ist kein Schaden. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wenn man an einem Punkt ist, wo man merkt, es geht nicht weiter, ich weiss nicht, wenn ich meine Rechnungen kann zahlen, ich habe Familie und so weiter, darf man, soll man, muss man auf die Sozialhilfe gehen. Das Netz ist da, genau für solche Situationen. Ich sage das darum, weil ich
gerade vor zwei Tagen oder gestern in der Zeitung gelesen habe, was mich wieder erschreckt hat. Ich habe es ein bisschen gewusst, aber jetzt auch noch mal die Zahlen gesehen, dass über 660'000 Menschen in diesem Land eigentlich Anrecht hätten auf Sozialhilfe, aber nur etwa nicht einmal ganz die Hälfte bezieht Sozialhilfe. Und ich glaube, die sind wirklich dann in einem ganz prekären Zustand, die sich nicht getrauen, die vielleicht auch nicht genau wissen, wie man das in Anspruch nimmt, die auch nicht mögen, was auch immer da sich dorthin wenden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das wirklich nutzt, weil ich glaube, für die Menschen ist es da, für die, die keine Existenzmöglichkeit, keine Existenz mehr können auf eigenen Beinen erwirtschaften. Mhm. Und was denkst du, wie lange geht das, bis wir, oder hast du da Erfahrungen auch jetzt von den Beratungen von der Promentesana, wie lange geht das, wenn man so einen Antrag stellt, bis dann der weiterverarbeitet ist? Das ist auch oftmals eine Schwelle oder eine grosse Hürde für Leute, wie sie sagen, ja, nachher warte ich 3-4 Monate und in diesen 3-4 Monaten kann ich gleich auch nichts machen. Also was mit wem muss man da überrechnen? Also ich meine, es kommt immer darauf an, aber wenn man wirklich am Existenzminimum ist oder notfallmäßig muss auf die Sozialhilfe, weil wirklich kein Geld mehr rum ist, dann gibt es ja die entsprechende Möglichkeit, ziemlich schnell einen entsprechenden Vorschuss überzukommen. Aber es ist natürlich klar, die Abklärung, ob man Sozialhilfe berechtigt ist, das ist immer ein anstrengender, zeitaufreibender und auch belastender Weg. Das ist ja wahrscheinlich eben auch der Grund, warum viele den Weg dann nicht gehen. Weil man muss sich quasi wirklich nackt ausziehen, in dem Sinn, dass man alle möglichen Kontoauszüge, ganze Vermögen bis Wohnungsmiete, alles zusammen muss quasi auf den Tisch legen. Da wird man durchleuchtet und es wird genau hergeschaut, haben sie wirklich jetzt Anrecht auf Sozialhilfe oder nicht. Und ich glaube, das ist halt wirklich kein einfacher Weg. Und dann muss man ja immer wieder quasi auf Sozialamt gehen. Man muss aufzeigen, dass man sich bemüht, wieder aus der Sozialhilfe rauszukommen. Und da haben wir jetzt gerade in der Beratung sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht im Sozialamt. Also da gibt es Sozialarbeiterinnen und Arbeiter, Sozialämter, die da sehr unterstützend tätig sind, die wirklich begleitend tätig sind. Dann gibt es aber auch andere, die sehr, sehr stark Personen, Menschen unter Druck setzen. Und gerade Personen, die halt noch ein psychisches Leiden haben, das wissen wir so ein bisschen aus der Fachwelt heraus, dort nützt Druck halt vielfach nicht wahnsinnig viel. Im Gegenteil, es führt eigentlich zu einem Teufelskreis, zu einer Spirale, wo die Leute noch viel weniger fähig sind, auch diesen Vorgaben nachzukommen. Und ich glaube, da ist es wirklich wichtig, dass man die Leute unterstützt in der Sozialhilfe, dass sie selbstverständlich so schnell wie möglich wieder auf eigenen Beinen stehen können, aber dass man sie begleitet und unterstützt und nicht unter Druck setzt, weil ich glaube, da erreicht man eher das Gegenteil. Mhm. Merci vielmals. Ich weiss nicht, ob jemand von den Teilnehmern noch irgendeine Frage hat oder will eintippen, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, um eure Rückmeldungen, Fragen, Anregungen einfach im Chat unten rechts eintippen und dann würde ich das vorlesen. Wenn jemand, ich sehe, ist gerade jemand am Schreiben noch. Und vielleicht noch so ein bisschen jetzt aus den Erfahrungen auch mit Inclusive, mit dieser Plattform. Da habe ich sehr viel im Forum gelesen über Themen wie eben Ängste, Isolation, wie gehe ich um, eben wenn der Tag endlos ist und ich eigentlich mehr oder weniger eben daheim bin mit mir allein. Was denkst du, was sind so Themen, die jetzt in der nächsten Zeit auch auf uns zukommen werden, wo auch wenn jetzt wieder eben eine gewisse Öffnung da ist, die Pandemie ist ja noch nicht vorbei und da wird man immer jetzt in den nächsten Jahren vielleicht auch mit Unsicherheiten leben, was sicher mit Menschen, die sonst schon psychische Problemstellungen haben, vielleicht manchmal noch schwieriger ist. Wie siehst du das? Also ich glaube eben die Tatsache, dass der Coronavirus uns weiterhin wird begleiten und immer so ein bisschen im Nacken sitzt, wenn man so will, wird natürlich für Menschen, die entsprechende Ängste auch haben oder die auch entsprechend vulnerabel sind oder grundsätzlich einfach sich fürchten, können sich an dem Virus anstecken, dass die Personen sicher sehr auch weiterhin werden leiden im Alltag. Und auch wenn es jetzt die Öffnung gibt, ich glaube, man kommt vielleicht ein bisschen aus dieser Isolation raus. Das heisst, man getraut sich vielleicht wieder mal eher in ein Restaurant zu gehen, wenn man sich ein bisschen durchaus sagt, ja,
klar, die Chance ist nach wie vor da, dass etwas könnte passieren, dass man sich mit dem Virus kann anstecken kann, aber trotz allem, es könnte durchaus sein, dass da ein bisschen Entspannung kommt, aber die Ängste oder die Bedrückungen, die Belastungen, die sicher werden zunehmen, das Thema, das wir vorher hatten, sind wirklich, habe ich das Gefühl, Existenzängste auch. Also berufliche Ängste, finanzielle Ängste und so weiter, eben gerade für die, wo man nicht so recht weiss, wie entwickelt sich der entsprechende Wirtschaftszweig, wo sie vielleicht arbeiten weiter. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir wirklich mühen, also eben mit der sogenannten Wirtschaftsdepression, wo man dann auch so schön sagt, wird sich sicher auch Belastungssituationen von der Bevölkerung verstärken. Mhm. Ich habe da gerade ein sehr schönes Votum, das wir bekommen haben, das überschreibt, dass psychische Gesundheit uns alle angeht, auf jeden Fall. Und dass genau jetzt in der momentanen Situation wir alle im gleichen Boot sitzen. Und dass es darum wichtig ist, dass eigentlich jeder und jede in seinem eigenen Umfeld anfängt, sich mitzuteilen, nachzufragen und es eben auch eben im Kleinen anfängt. Eigentlich eben, indem man vielleicht mit seiner Familie, mit seinen Freunde, Bekannte in der Nachbarschaft und dann eben auch der Ansatz, den du ja vorher auch aufgezeigt hast, eben auf politischer Ebene eben auch anfängt Druck machen und sich dort einbringen, dann hat man vielleicht wie von zwei Seiten eine Stossrichtung und vielleicht Chancen auch, um mehr Gehör zu finden. Was denkst du da dazu? Ja, also eben, ich kann das wirklich voll unterstützen. Also ich glaube, es fängt im Kleinen an mit der Sensibilisierung vom Umfeld für das Thema und eben das Getrauen, darüber zu reden, das Enttabuisieren. Und dann wird es automatisch einfach viel mehr das Thema, oder? Es wird wahrscheinlich dann auch medial mehr das Thema. Man wird einfach mehr darüber reden. Es ist viel mehr da. Und ich glaube, wenn etwas da ist, wenn etwas präsent ist, wenn es thematisiert wird, dann muss es auch Politik irgendwann mitbekommen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein erster Schritt. Und grundsätzlich, also jetzt unabhängig von der Politik, fängt es genau dort an, im Kleinen, nämlich, dass man einfach sich getraut und sagt, mir geht es nicht gut oder mir geht es gut, beziehungsweise andere fragen, wie geht es dir? Und wenn es halt jemandem mal nicht so gut geht, dann versucht zu sagen, kann ich dich irgendwie unterstützen? Weil eben, wie gesagt, es kann uns alle treffen und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man viel mehr über das Thema redet. Und ich glaube, es ist einfach auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ganz, ganz ein wichtiger Aspekt. Vor allem jetzt, wenn so eine Krise ist, braucht es einen gesellschaftlichen Zusammenhalt und der wächst eben auch viel mehr oder der wächst noch mehr, wenn man sich gegenseitig über Belastungssituationen im psychischen Bereich, im seelischen Bereich unterhaltet. Mhm. Es ist eine Frage, glaube ich, auch wieder an dich gekommen, Andi. Eben die Situation in unserer Leistungsgesellschaft, wo ein Problem ist, wie sich die Leute auch plötzlich wertlos fühlen, wenn sie arbeitslos sind. Was kann man da politisch unternehmen? Oder was kann die Politik da dazu beitragen, dass das sich verändert, noch mehr verändert? Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, wo wahrscheinlich Politik allein auch nicht schafft, zu lösen. Also einfach die Leistungsgesellschaftsphilosophie, die vor allem. Oder? Also ich glaube, die Arbeitslosigkeit, wie gesagt, ich glaube, da kann Politik jetzt versuchen, so viel wie möglich mit finanziellen Mitteln zu schauen, dass die Unternehmen am Leben bleiben und die Stellen so weit wie möglich erhalten bleiben, beziehungsweise dann auch wieder mit Konjunkturprogramm versucht, anfällige Stellen wieder zu schaffen. Aber die Leistungsgesellschaft als in dem Sinn Problem oder als Belastungssituation, gerade wenn man eben keine Arbeit mehr hat und sich dann gross ist, dass man sich nutzlos fühlt, das ist, ein Prozess, den man sowohl auf politischer, aber ich denke auch auf gesellschaftlicher Ebene muss diskutieren. Wann ist ein Mensch etwas wert? Ist er wirklich nur etwas wert, wenn er irgendwie finanziell, wirtschaftlich etwas kann leisten? Nein, selbstverständlich nicht. Wichtig ist, ein Mensch ist viel, viel mehr wert als nur eine Arbeitskraft, oder? Also ich glaube, das ist einfach ganz ein wichtiger Punkt, wo man muss diskutieren und dort finde ich halt vor allem auch wichtig, Arbeitslosigkeit ist halt auch so das Stigma-Thema, oder? Also wer sagt schon gern in einem Gespräch, ja, ich habe momentan keine Arbeit? Das sagt niemand, oder? Das ist jetzt gerade so ein bisschen ähnlich in die Richtung, wie wenn jemand psychisch krank ist und ich glaube, das darf nicht sein, nur weil jemand keine Arbeit hat, ist er wegen dem nicht weniger wert oder ist wegen dem nicht irgendwo ein richtiges, wichtiges Mitglied von dieser Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ein langer Prozess. Ich habe da kein
Also kein Patentrezept, zu sagen, ja, das müssen wir jetzt machen. Aber ich glaube, es ist sicher eine Grundhaltung, die halt in der Politik in dem Sinn schon auch spielt. Oder? Also man setzt, sagen wir jetzt mal, die wichtigen Themen in der Politik, die wichtigen Kommissionen, habe ich manchmal auch das Gefühl, sind so Wirtschaftskommissionen, sind Finanzkommissionen und so weiter, die haben sicher einen wichtigen Teil, aber ich glaube, dort denke ich auch, gibt es halt eben Themen, wo man ganzheitlicher muss anschauen muss und das spielt vielleicht in der Politik, man muss auch eine untergeordnete Rolle und da könnte man durchaus auch anfangen, über diese Themen zu diskutieren, wie können Menschen denn in diesem Land eine Perspektive haben oder sich verwirklichen, zum Beispiel, wenn sie keine Arbeit haben. Ich meine, da ist das Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen, oder? Wo ich finde, sehr, sehr einen spannenden Ansatz zum Überlegen, muss denn jede Person unbedingt einer wirtschaftlich oder industriell motivierten Arbeit nachgehen? Oder ist ein Mensch nicht auch bringt er einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft, wenn er das macht, wo er gerne und wo er gut macht und wo er eine Fähigkeit hat und ein Talent hat und bereits so etwas ganz, ganz Wichtiges für unsere Gesellschaft. Das finde ich ganz spannenden Punkt, wo ich auch viel eben mit meinem Sohn diskutiere, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Das ist ein Thema, wo offenbar jetzt Jugendliche so eben im Anfang vom Erwachsenenalter so zwischen sagen wir 18 bis 25 sehr stark beschäftigt und wo ich auch von so Leuten, die ich in meinem Umfeld ganz grosse Zustimmung höre. Und das finde ich auch spannend, dass Jugendliche eher, denke ich, heute eine andere Haltung haben, auch gegenüber dem Job, wie das vielleicht noch die Babyboomer-Generation hatte, die das ja extrem in den Vordergrund gestellt hat und sich stark viele Leute ja auch sehr stark über den Job identifizieren. Und ich sehe da schon auch eine gewisse Hoffnung bezüglich eben mit jungen Menschen, die da ein bisschen eine andere Haltung schon mitbringen und die Hoffnung vielleicht auch, dass das dann auch in der Gesellschaft vielleicht längerfristig auch zu einer Veränderung könnte führen könnte, was das anbelangt. Ja, da habe ich ein bisschen Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. Also gerade, das komme ich auch ein bisschen mit über, oder? Dass die jüngere Generation jetzt einfach sagt, ich will einfach nicht mehr zwei Drittel von meinem Leben arbeiten, sondern ich will auch mich können verwirklichen, entwickeln, Zeit haben für zum Beispiel Freizeit oder für Familie, für Beziehung, einfach auch sagen wir mal, Nichterwerbszeit ganz anders bewertet oder wertet oder viel mehr hochhaltet und sagt, ich bin eigentlich nicht nur auf diesem Planeten, um nur zu arbeiten. Und ich glaube, das ja, gibt mir schon ein bisschen Hoffnung, dass man aus der Leistungsgesellschaft denke ich, könnte rauskommen. Und dass grundsätzlich, glaube ich, für uns Menschen, gerade auch im Bereich der psychischen Gesundheit, eine positive Entwicklung könnte geben. Ich glaube, es geht wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit, weil ich glaube, so die marktwirtschaftliche Denkweise hat schon immer noch sehr, sehr grosse Überhand und wird wahrscheinlich auch noch so weit gehen. Aber die Hoffnung, dass da eine Generation nachkommt und sich auch für eine andere Lebensidee, Lebensphilosophie einsetzt, das gibt schon ein bisschen Hoffnung. Absolut. Das ist ein schönes Votum mit der Hoffnung. Ich weiss nicht, ob es noch mehr Fragen gibt oder Anmerkungen von den Teilnehmern, die noch da sind. Ich sehe, dass gerade noch getippt wird. Dann warte. Vielleicht mal schnell warten. Es ist ja immer so viel spannend, sich zu überlegen, ob allenfalls also das ist ja die grosse Diskussion, wenn es geführt wird, gibt die Krise Veränderungen in der Denkweise, im System, wie wir leben und so, ich glaube, da sind die Soziologen sicher ein bisschen uneinig. Und das ist schon auch spannend zu beobachten, was sich da entwickelt. Man sieht da gerade eben eine Idee, dass man während der Session Kampagne «Wie geht's dir?» vorstellt und grosse Plakate würde im Bundeshaus aufhängen, wenn man dann ins Bundeshaus je wieder reinkommt. Also, ich denke durchaus, ja. Also ich glaube, was diesbezüglich, das ist ja das sogenannte Lobbying, oder? Also ich glaube, da wäre schon einiges noch gefragt. Gerade wirklich im Bundeshaus, vor Ort, in einer Parlamentsdebatte oder in einer Session, dass es nicht einfach nur Leute aus dem Tourismusbereich, aus dem Bankenbereich, aus dem Versicherungsbereich in einer Wandelhalle hat, die hin und her laufen und Parlamentarierinnen beeinflussen oder quatschen, wenn man so will, sondern halt wirklich auch viel mehr Personen, die den Teil der psychischen Gesundheit vertreten und sagen, ich glaube, das muss
darf und muss uns wichtig sein in Zukunft und da versucht die Parlamentarierinnen zu sensibilisieren. Und da haben wir schon noch ein bisschen Nachholbedarf. Mhm. Ich glaube, auch wir als Promentesana, aber auch andere Institutionen in diesem Bereich, dass wir uns versuchen, da ein bisschen verstärkt auch noch Gehör zu verschaffen. Und auch, manchmal darf man auch ein bisschen aggressiver auftreten. Die anderen Lobbys machen es auch. Ich glaube, mhm. da darf man auch ein bisschen mit mehr Nachdruck auftreten. Und eben da schreibt jemand auch unbedingt Promentesana noch bekannter machen. Das ist sicher auch eine wichtige Forderung. Und ich denke auch, das hat ja die Pandemie jetzt auch eine Chance gebracht. Natürlich durch das, dass wir jetzt haben können auch eine Plattform aufschalten, das Beratungsangebot, das ihr haben können ausbauen. Und eben auch medial hat es ja einiges an Aufmerksamkeit gegeben von verschiedenen Zeitungen, die berichtet haben, oder eben auch Radiosendungen, sogar, ich glaube, sogar ist es das 10 vor 10 oder in einer Nachricht gewesen, wo auch Promentesana gekommen ist. Also ich denke, da hat es doch einiges an Bewegung gegeben, was sehr positiv ist. Du hast vorhin mal noch die Parlamentarische Kommission angesprochen zur psychischen Gesundheit. Habe ich das richtig verstanden? Ja, parlamentarische Gruppe, psychische Gesundheit. Die parlamentarische, genau. Wie kommt man denn zum Beispiel jetzt als einfach Bürger an diese Gruppen an? Oder wie kann man dort denn irgendeinen Input geben, wenn man jetzt sich gerne mehr beteiligen oder eben dem auch mehr Gewicht geben? Ja, also normal ist es so, dass die parlamentarische Gruppe, das sind so Themengruppen. Es gibt im Gesamten, glaube ich, etwa 200 so Gruppen im Parlament. Also da gibt es sehr viele so Sachen. Und die findet man, es ist nicht ganz einfach, muss man sagen, die findet man auf der Homepage vom Parlament. Und dort hat es immer eine Person, die eigentlich so zuständig ist für die parlamentarische Gruppe. Und die kann man auf jeden Fall, also es wäre jetzt in dem konkreten Fall, wäre ich das, parlamentarische Gruppe psychische Gesundheit. Und dort kann man selbstverständlich unbedingt Anliegen einbringen oder Ideen, die man hat. Und die Idee ist dann, dass quasi die parlamentarische Gruppe sich regelmäßig trifft. Also die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sich dort eingeschrieben haben, um mitmachen, dass man die regelmäßig trifft und eben dann auch über so Sachen diskutiert, wo zum Beispiel jetzt einfach die Bevölkerung reinkommt und einfach die Themen psychische Gesundheit dort diskutiert und zum Beispiel dann auch gemeinsam vielleicht einen Vorstoß entwickelt, der dann ins Parlament kommt. Es ist vielleicht als Instrument, um so direkt demokratisch, wie man so schön sagt, also von der Bevölkerung direkt in so eine Gruppe hineinzukommen, wahrscheinlich fast manchmal eine grosse Hürde, was ich eben auch nicht unbedingt noch gut finde. Aber ich glaube, gerne, also wenn Ideen, wenn Überlegungen da sind, wo man findet, das muss jetzt wirklich einmal im politischen Prozess diskutiert werden, gerne ein Mail schreiben an mich. Meine Mailadresse findet man auf der Homepage von der Promentesana, a.auro@promentesana.ch, und ich nehme das sehr gerne mit. Wunderbar. Jetzt sehe ich da eben auch eine positive Rückmeldung zu unserer Plattform, dass die als eben hilfreich, spannend und unterstützend erlebt wird. Danke vielmals für die positive Rückmeldung, das freut uns natürlich sehr. Ja, die Frage ist, ich warte vielleicht noch schnell, es ist gerade noch mal jemand am Tippen. Und vielleicht willst du noch irgendein Abschlussvotum, ein politisches geben? Ja, ist noch schwierig. Also ich glaube, also grundsätzlich wirklich, was mir immer wieder auch auffällt, ist das Thema von der psychischen Gesundheit, vom sozialen Zusammenhalt, von der Solidarität untereinander. Zwischen den Menschen, zwischen den Generationen, wo ja meiner Meinung nach auch immer schlussendlich ziemlich direkte Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat, ist wirklich im politischen Prozess immer hat noch viel, viel zu wenig Platz. Und ich glaube, da müssen wir wirklich dranbleiben. Und ich habe gesehen oder hoffe wirklich, dass Corona da eine Chance kann sein, gerade wenn man sieht, eben die Nachbarschaftshilfe, Tools, die jetzt da aufgesetzt worden sind im Zusammenhang mit Corona, dass man sich gegenseitig postet, dass man mit dem Hund geht laufen, dass man auf die Kinder mal aufpasst und die Eltern entlastet. Das sind ganz, ganz wichtige Aspekte und erste Schritte, um eben aufeinander zuzugehen, um miteinander zu reden und um vor allem über Themen zu reden, wo man vielleicht vorher gar nicht so richtig miteinander geredet hat. Also ich glaube, ich könnte das berühmte Wort der Krise als Chance, es könnte aber durchaus sein, dass so eine Corona-Pandemie vielleicht die Bevölkerung ein bisschen mehr zusammenbringt und sie auch befähigt, über Themen zu reden, die man vorher nicht geredet hat.
Da haben wir noch einen Vorschlag, der das auch ein bisschen unterstützt. Eben zusammenheben, Solidarität. Man könnte eben am 10. Oktober Veranstaltung im Bundeshaus organisieren. Das wäre natürlich dann im 2021. Ich denke, 2020 wird, weiss ich nicht, ob die geplanten Events überhaupt können stattfinden können. Es wird sehr vieles, was jetzt im Herbst geplant war, wird bereits verschoben. Da sind wir gespannt, wie sich das wird entwickeln, aber wäre natürlich sehr eine schöne Idee. Und ich denke, da gibt es ja auch sehr viel Aktivität jetzt eben rund um die ganze Kampagne «Wie geht's dir?», wo sicher so Aktionen auch möglich sind, oder? Ja, und vor allem die Mad Prides, das ist etwas, wo man bereits in Lausanne bereits schon mal durchgeführt hat. Das ist etwas, was man gemeinsam auf die Straße geht. Kundgebung macht, das ist ja die Idee, dass man das auf dem Bundesplatz macht, eben mit dem Namen Mad Pride und das Thema psychische Gesundheit, psychische Beeinträchtigung auf den Bundesplatz bringt, vor das Bundeshaus herbringt und über das Thema redet, mit verschiedenen Rednerinnen, Rednern, Musik, Veranstaltungen, also ein bisschen Festivitäten, und ich glaube, das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Wenn die Mad Pride am 10. Oktober 2020 nicht kann stattfinden, dann sicher 2021, ich glaube, das wäre ein Event, wo man ziemlich direkt vor das Bundeshaus kann und über das Thema aufmerksam machen. Ich sehe jetzt gerade Mad Pride wieder 2021 verschoben. Genau. Das ist ein bisschen zu vermuten. Leider dieses Jahr nicht möglich, aber trotzdem wirklich, denke ich, ganz ein wichtiger Punkt für nächstes Jahr. Und das Thema trotz allem, auch wenn wir jetzt nicht auf die Straße gehen, gleich einfach an Schuhe halten und weiterhin miteinander reden, sich austauschen und unterstützen. Absolut. Und ich hoffe auch, dass wir den Schwung, den wir jetzt haben, eben wie du sagst, dass die eben Krisen auch als Chance kann genutzt werden, dass wir den wirklich auch können behalten, dass wir den auch weiterziehen können und auch wirklich können viele Menschen mobilisieren, sich eben auch für psychische Gesundheit einzusetzen, engagieren, weil es geht nur, wenn alle dran sind und alle mitmachen oder möglichst viel mitmachen. Und ich denke, da haben wir jetzt doch einiges schon können bewegen und hoffen, dass wir da auch zusammen weiter können auf den Weg gehen. Das hoffe ich auch. Und ich glaube, ja, ich glaube, wir sind alle motiviert und parat und guten Mutes. Absolut. Ich danke dir ganz herzlich, Andreas, für deine spannenden Antworten, die du gegeben hast, uns auch ein bisschen reingenommen hast in den Politalltag. Wo manchmal von außen gesehen sehr kompliziert und komplex aussieht und man nicht immer so ganz versteht, wie das läuft. Und vielleicht, wenn das Format auch ankommt bei den Teilnehmenden, dann nachher können wir vielleicht so etwas wiederholen. Das würde mich sehr freuen. Und ich danke allen, die heute zugelassen haben, entweder still oder indem sie sich beteiligt haben mit den spannenden Inputs, die ihr gegeben und Fragen. Und wir sind weiterhin auf Inclusive aktiv. Man kann auch uns jederzeit eine E-Mail schreiben mit Anregungen auf kontakt@inclusive.ch und wir freuen uns, wenn möglichst viele da dabei sind und weitermachen. Merci vielmals. Einen schönen Nachmittag und ein gutes Wochenende. Vielfalls, danke. Stelle ich ab, ist gut. Mhm.